Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ganz freshen Adventskalender für euch und zwar den Sephora Adventskalender. Das ist der Wild Wishes Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Letztes Jahr gab es bei Sephora zwei verschiedene Adventskalender. Der erste war nicht so geil, der zweite war richtig geil. Ich befürchte, dass das hier quasi der erste ist, ne? Also der hat jetzt 34,99 gekostet oder 34,95. Somit ist der 5 Euro teurer als im letzten Jahr und ich hoffe, dass da nicht die gleichen Sachen drin sind wie im letzten Jahr. Man konnte sie verwenden, einfach mal vorab, aber es war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, ne? Genau, aber wir würden jetzt einfach mal zusammen reinschauen und gucken, was sich hier drin verbirgt. Okay, hinten stehen die Produkte drauf. Ich gucke nicht hin. Ich will es nämlich nicht wissen. Ich will selber nicht gespoilert werden. Mache jetzt hier aber ein Spoiler-Video. Das ist großartig. Genau. Okay, man sieht es hier schon wieder. Ah, es ist alles ziemlich schwierig, sich nicht selber zu spoilern hier. Unfassbar. Okay, also. Ja. Hä? Okay, man kann ihn irgendwie so aufklappen. Ach so, okay. Und dann hast du hier so einen Würfel und dann hast du überall Kläppchen. Ja, nett. Ne? Also... Ja, kann man das abmachen? Ja, ich glaube, die Seiten, die kann man theoretisch dran lassen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt im Advent brauche, dass mir da so ein Jaguar, Gepard, wie auch immer, die ganze Zeit da vor der Nase hängt. Ist jetzt nicht unbedingt weihnachtlich vom Motto her, ne? Das erinnert mich dann eher so an den YouStar Wild Adventskalender, den es gab. Hä, das ist auch super unhandlich, das irgendwie zu platzieren. Wie willst du das denn machen? Klappt ja auch die ganze Zeit ein, ne? Finde ich irgendwie uncool. Ich mach's ab. Wir starten hier mit der Nummer 1. Oh. Oh. Gott. Oh. Yay! Genau den gleichen Nagellack hatten wir letztes Jahr doch auch drin, oder? Egal. Aber die Sephora-Nagellacke sind wirklich gut. Habe ich eigentlich erwähnt, dass es in diesem Video auch eine Verlosung geben wird? Wird es geben. Kommt im Laufe des Videos. Genau, ja. Wir haben einen Nagellack. Ist eine schöne Farbe. Das ist so ein L43 It Girl. Ne? So ein dunkelrot. Das passt auch zu Weihnachten. Der Adventskalender riecht übrigens sehr parfümig. Hier oben haben wir die Nummer 2. Sehr klein. Eine Haarspange. So eine Klipse. In Roségold. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Ne? Also die kann man sich so... in der Haare machen oder an die Weihnachtsmütze. Ist in Ordnung. Ja, in einem Adventskalender in der Preiskategorie kann man sowas erwarten. Muss aber nicht unbedingt, oder? Weiß ich nicht. Gut, Nummer 3. Oh, schön. Das hatten wir letztes Mal nicht drin. Das ist neu. Von Sephora Volcanic Sand Bright Skin Exfoliating Scrub. Das finde ich auch cool. 97% natürliche Inhaltsstoffe. 15 Milliliter sind hier enthalten. Das finde ich gut, ne? Ich weiß nicht, ob das fürs Gesicht ist oder für den Körper. Visage. Gesicht. Mit Vulkanasche. Ja, läuft. Okay, dann geht es weiter mit der Nummer 4. Die ist hier, genau in der Mitte. Also, oh, die Klappchen lassen sich echt schwer öffnen. Das, oh, muss man schon hinlegen, um die zu öffnen. Das finde ich dann auch irgendwie unpraktisch. Oh, das ist aber schön. Das ist ein Monolidschatten Colorful Nacré Schimmer. Das ist dieser hier. So was Ähnliches hatten wir letztes Jahr auch schon drin, aber das ist eine tragbare Farbe auf jeden Fall. Ne? Das ist so ein goldener Schimmerton. Nummer 216, Girl Night Out. 1,2 Gramm sind enthalten. Das ist ganz süß. Dekorative Kosmetik hat Sephora ja auch. Deswegen finde ich es cool, wenn es auch mit im Adventskalender ist. Aber sowas ist, glaube ich, nicht im Shop vertreten, oder? So eine Spange. Gut, Nummer 5 haben wir hier an der Seite. Klar, wir haben hier die Badebomben drin. Genau, das ist ein Stern. Die finde ich eigentlich ganz süß. Die kann man für ein Fußbad nehmen oder weiter verschenken in Adventskalendern. Oh, das riecht aber sehr süß, sehr blumig, sehr angenehm. Mm, das gefällt mir. Mm. Das ist ein toller Duft. Ich glaube, das hatte ich letztes Jahr auch schon drin. Nikolaus ist immer wichtig. Wenn wir schon langweilig gestartet sind mit einem Nagellack oder klassisch, sage ich jetzt mal, sollte Nikolaus knallen, oder? Yay! Das ist wirklich cool. Das sind Masken für die Augen. Mask Yeux Cucumbre, Cucumber Eye Mask. Genau. Das sind untere Augenpatches für mit
hier, für mit Gurke, genau. Ne? Gegen Falten und so ein Kram. Und Soothing, also beruhigend. Und Deep Puffing, also dass quasi du wieder aufgeploppte Augenviecher kriegst, dass die quasi abschwellen, aber trotzdem, nee, abschwellend und beruhigend soll das sein, genau. Ja, für Nikolaus ist es okay, ne? Sammy musste eben duschen. Jetzt liegt er hier mit mir im Zimmer und leckt sich jetzt überall ab. Der hat sich eben schon draußen ein bisschen trocken gelaufen, aber jetzt leckt er sich hier die Pfoten. Okay, die Nummer 7. Da ist was mit reingerutscht, was da nicht reingehört. Das geht wahrscheinlich in die 10. Das versuche ich jetzt mal zurückzuschieben, dass wir den Überraschungsmoment nachher noch haben. Aber hier haben wir etwas drin, was ich schon habe. Jetzt rutscht es wieder runter. Und zwar Crayon Yeux Mini. Das ist ein Mini-Kajal. Den hatte ich letztes Jahr auch im Adventskalender, den finde ich eigentlich ganz gut. Ist halt so ein Stiftkajal, der malt schön schwarz, also das ist auch eine gute Geschichte. Ne? Nett. Kann man gut gebrauchen. Wie gesagt, dekorative Kosmetik erwarte ich hier auch so ein Stück weit drin von der Sephora Eigenmarke. Jetzt nicht in Unmengen, aber schon so ein bisschen. Ne? Die haben ein sehr schönes Sortiment. So, die Nummer 8 haben wir hier oben. Oh ja, hier ist auch wieder was Neues drin. Das finde ich toll, dass sie das gemacht haben. Hyar-Reihe, okay. All Day Hydrator, Hydrate and Glow mit 96% natürlichen Inhaltsstoffen. 10 ml sind hier enthalten und es hat meinen Nagel gerade zerrissen, so ein bisschen mein Nagellack hier. Oha, das ist aber klar. Die Nägel sind heute Abend ab, nachdem ich die ganzen Adventskalender hier geöffnet habe. Das hier ist Everyday AM and PM, also morgens und abends kannst du es jeden Tag drauf machen. Und das kannst du auch als Make-up-Primer verwenden. Und 60% von dem Plastik von dieser Tube ist aus Zuckerrohr gemacht worden. Guck mal, das ist auch nett. Das ist einfach eine Creme, oder? Hydrate and Glow. Hydratisieren und Strahlkraft. Nöff, 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 nöff. 9. Hier. Beim Papagei, der ein Herzchen an der Brust trägt. Ist das nicht süß? Oh, das ist schön. Kommt man richtig in Weihnachtsstimmung. Ein Nagellack. Oh, aber ein schöner. Den hatten wir letztes Jahr doch nicht drin, oder? Der kommt mir nicht bekannt vor von der Farbe. Der sieht nice aus. Das ist so ein schönes, schimmerndes Champagner. Richtig schön. Das ist die Farbe 140. Enchanted World. Verzauberte Welt. Schöne Farbe. Das mag ich. Mensch, die haben sich gute Farben hier überlegt, die reinzumachen. Das finde ich geil. Das finde ich richtig, richtig geil. Vor allem, dann kannst du dir den dunkelroten Nagellack so auf alle Finger machen und so auf den Ringfinger zum Beispiel. Dann nur diesen champagnerfarbenen. Mega. So. Das gefällt mir. So, jetzt haben wir die 10 und jetzt kriege ich hier wahrscheinlich das, was darunter geflogen ist. Ja, das hatten wir letztes Mal auch drin. Das sind zwei Nagellackentferner-Tücher. Die sind ganz gut und das funktioniert auch wirklich gut. Ne? Das hatte ich auch ausprobiert und ja, also hat mir auch gefallen tatsächlich. Und wenn es, ich glaube, das gibt es auch in der Tube und das würde ich mir tatsächlich auch nachkaufen, wenn ich Bedarf an Nagellackentferner hätte. In einer Minute sollst du damit dann durch sein. Mhm. Nummer 11. Haben wir hier genau in der Mitte. Yay, das, nee, doch nicht. Ich dachte gerade erst, es wäre ein Popsocket, aber es ist ein Minispiegel. Ja gut, Wild Wishes, da ist so ein Minispiegel drin. Ist süß, aber ja, Halbzeit. Halbzeit ist auch für mich eigentlich so eine Sache, wo ich sage, da sollte man auch eigentlich ein gutes Produkt reinpacken, weil es ist halt einfach, du hast die Hälfte vom Adventskalender rum und ne, das ist für mich einfach irgendwie vom Gefühl her so, aber sieht nicht jeder so. Aber hier haben wir auch wieder was Cooles drin. Das kann man zusammen mit den Augenpatches verwenden und zwar ist das so ein Nasenpad. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir das letztes Jahr ja auch drin hatten und dass das ganz gut bei mir funktioniert hat. Also das hat ordentlich Mitesser herausgezogen. Ja, das ist auch ein Mitesser-Entferner, einfach mit Aktivkohle oder mit Charbon Purifying Charcoal. Ja, irgendwie sowas. Super effizient, 100% super effizient mit Aktivkohle. Läuft. Aber wie gesagt, das, ne? Sephora hat gute Produkte, auch diese Augenpatches oder Lippenmasken oder Gesichtsmasken von Sephora finde ich ganz gut. Ja, deswegen ist okay, dass es mit drin ist, aber ja, treibt den Wert jetzt nicht unbedingt in die Höhe, um das mal so zu sagen. 13. Eine Badebombe. Und das ist wieder ein Stern, dieses Mal hier in Blau. Ich glaube, die Produkte an sich sind aber gar nicht eingefärbt, das ist immer nur die Verpackung. Boah, das riecht sehr männlich, sehr herb, sehr puh. Das gehört in einen Männer-Adventskalender safe. Und ich packe ja auch Männer-Adventskalender. Das ist das Plongeon de Nuit Moonlight Swim. Moonlight Swim, okay, also im Mondlicht schwimmen.
Also wenn ich im Mondlicht schwimme und dann so rieche, dann würde ich mir Gedanken machen. Wirklich sehr, sehr männlich. Ich weiß nicht, ob das Patchouli oder sowas ist, aber irgendwie so ein männlicher Duft kommt mir da echt krass in die Nase. Wir waren bei Nummer 13. Jetzt gehen wir weiter zu der Nummer 14, die ist hier bei dem Chamäleon. Oh! Leute, 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 Leute. Oh! Ich glaube, hier haben wir wieder ein neues Produkt drin. Zink, ein Micellenwasser. 90% sind natürlichen Ursprungs, da sind 25 Milliliter drin. Micellenwasser kannst du entweder zum Abschminken verwenden oder du kannst es halt so allgemein Gesichtsreinigung nehmen. Man sollte beim Micellenwasser aber immer nachher nochmal abwaschen. Also bitte nicht auf dem Gesicht lassen, das ist nicht gut für die Haut. Genau, habe ich nämlich mal gelesen und wurde mir auch schon mal unter die Kommentare, unten in die Kommentare reingeschrieben. Das einfach nur als kleiner Tipp von mir am Rande und ja, ist nett, ne? Auf jeden Fall kann man gut gebrauchen. Ja, und Zink ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen Entzündungshemd und sowas. Deswegen ist es eine ganz gute Geschichte. 15. Dürfte ich hier mal wieder sein? Ja. Also diesen Adventskalender zu öffnen, das ist echt eine Herausforderung, weil das ist nicht cool. Das ist, glaube ich, auch neu. Oder eine neue Verpackung. Lagoon Cream Body Wash mit 7,9 Milliliter. Übertreib mal nicht hier, ne? Also ja, es ist einfach hier so ein Duschgel-Pot quasi für zweimal. Ein, zweimal reicht das dann meistens und ist ganz nett. Ne, kann man machen. Ich weiß jetzt nicht, welche Duftrichtung das ist. Steht jetzt so nichts drauf. Keine Ahnung. Ne, aber das ist halt jetzt so ein Dusch-Creamy-Body-Wash. Lagoon ist bestimmt dann irgendwas Frisches, oder? 16. Yay! Jetzt haben wir die Lippenmaske hier, glaube ich, ne? Das ist echt cool. Das habe ich letztes Jahr nämlich auch zusammen gemacht. Die Augenpatches drauf gemacht, den Pore-Strip und dann die Lippenmaske. Das ist die gleiche wie letztes Mal, glaube ich, mit Shea Butter, Karité, Lip Mask. Ja. Solche Produkte brauchst du nicht in deinem Leben, aber es ist nice to have. Und wenn sie in Adventskalendern drin sind, kann man die durchaus mal verwenden, finde ich, ne? Die Nummer 17 haben wir hier wieder an der Seite. Das ist ein Lippi in einem Holiday-Design, hätte ich jetzt mal gesagt dazu. Also da ist ein Strand abgebildet. Strand und Meer. Und das heißt auch Spring Break. Ja, das in einem Adventskalender. Ich meine, du verwendest die Produkte aus dem Adventskalender ja ganzjährig, aber das ist jetzt die Nummer 36. Ich habe letztes Jahr drin gehabt die Nummer 3. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieselbe Farbe ist. Satini Oui. Spring Break, nee, das sind unterschiedliche Farben, ne? Genau, letztes Jahr hatten wir was Helleres drin und das ist jetzt ein bisschen mehr ins Rötliche. Ja, das ist hübsch. Das ist eine schöne Farbe. Ja, die gefällt mir. Oh ja, die gefällt mir. Das ist ein schönes Rostrot. Schön cremig und ich weiß auch, dass es sich toll auf den Lippen verhält. Das ist halt so ein nicht matter und auch nicht glänzender, das ist so ein satinierter Lippenstift. Das ist nett. Eine schöne Nummer 17. Gehen wir weiter zu der Nummer 18. Das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch drin. Ein Haargummi. So ein Telefonkabel-Haargummi. Es ist relativ locker, aber es ist okay, ne? Das ist in so einem Peach-Glitzer-Design. Passend zu dem hier. Das passt. Ist okay. 19 haben wir auch hier. Am besten kann man das oben eindrücken und dann nach innen quasi aufziehen. Okay, das ist cool. Oh ja. Und zwar haben wir wieder ein Creamy Body Wash. Und zwar ist das jetzt Cotton Flower, also Baumwollblüte. Und das ist ein Duft, den ich richtig gerne mag. Riechst du jetzt hier nicht raus? Nee, aber sowas mag ich. So frisch gewaschene Wäscheduft, ne? 7,9 Milliliter sind da drin. Das finde ich cool. Die Nummer 20. Nein! Haben wir noch ein Lippi hier drin? Ja gut. Ja, das ist Coconut. Das ist Kokosnuss. Ein Lippenbalsam. Den würde ich jetzt nicht aufmachen, weil ich mag Kokos nicht so gerne. Und der wird auf jeden Fall weiter wandern. Aber cool, dass er drin ist. Ich glaube, letztes Mal hatten wir einen mit Wassermelone drin, was ich gefeiert habe. Kokosnuss ist jetzt nicht so ganz mein Feierduft. 21 haben wir hier. Ich habe schon gefragt, wann sie kommt. Die obligatorische Nagelfeile im weihnachtlichen Design mit Chamäleons drauf. Sehr weihnachtlich. Die Nummer 22 ist direkt darunter. Okay, was haben wir hier drin? Mask.
Eine Ananas-Nose-Maske. Guck mal, die kannst du dir drauf machen, nachdem du zum Beispiel deine Mitesser rausgerissen hast, kannst du die verwenden, um dann, ich glaube, deine, ja genau, Pore Perfecting and Smoothing, also quasi um deine Poren zu verfeinern und alles wieder ein bisschen ebenmäßiger aussehen zu lassen. Und genau, machst du dir erst diesen Strip und dann machst du das hier drauf und machst alles wieder nice und hast danach eine wunderschöne, glänzende und porentief gereinigte Nase. So, 23. Das vorletzte Kläppchen. Da. Nein. Oh, warum? Jetzt haben wir noch so ein Ding drin. Das ist jetzt doppelt gemoppelt. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen, ne? Da hätten sie auch besser was anderes reinmachen können. Und wenn es, huch, irgendwelche Haarklammern oder sowas wären oder keine Ahnung. Das ist jetzt blöd. Zweimal genau das gleiche Produkt im Adventskalender ist blöd, ne? So, 24. Da bin ich gespannt, was sich drin verbirgt. Also das muss ja Weihnachten, Leute. Ich habe Erwartungen. Wir haben den obligatorischen roten Lippenstift hier drin. Aber, das darf man nicht vergessen, er ist passend zum Nagellack. Das ist eine Lip Cream und das ist gar nicht so günstig, ne? Solche Produkte von Sephora kosten halt auch entsprechend ihr Geld. Cream Lip Stain, oh, das wird dir auch noch die Lippen einfärben, in der Farbe 01. Genau. Wird aber auf jeden Fall weiter wandern, denn ich besitze sehr, sehr viele rote Lippenstifte und habe mir für dieses Jahr, für die Adventskalendersaison vorgenommen, keinen roten Lippenstift zu behalten. Ob ich das durchziehe, müssen wir mal schauen, aber den werde ich auf jeden Fall weitergeben. Ja, der Adventskalender ist leer und sieht auch sehr, sehr zerfleddert aus. Sieht eher aus wie so ein ganz krass billiger Kalender, oder? Weiß ich nicht, aber er hat 35 Euro gekostet, das darf man halt echt nicht vergessen. Das ist schon eine Stange Geld für die Produkte, die wir da jetzt stehen haben. Aber ich denke schon, dass wir warentechnisch vom Wert her gar nicht so gering liegen werden, weil Sephora, die Eigenmarkenprodukte, sind ja auch relativ hochpreisig, ne? So, jetzt stelle ich euch mal eben kurz euer Verlosungspaket zusammen. Mein Freund hat mir gerade Spekulatius vom Einkaufen mitgebracht. Ist ja nicht wundervoll? Gebt mal alle für meinen Freund einen Daumen nach oben. Das sind die ersten Spekulatius, die ich dieses Jahr essen darf. Hi. Danke, Schatz! Diese fünf Produkte habe ich mir mal rausgesucht für euch. Und zwar die Ananasmaske für die Nase, dann die Aktivkohlemaske für die Nase, den Nagellackentferner, die zwei Patches. Dann bekommt ihr aber auch noch den roten Nagellack mit rein, den Kajalstift und das Micellenreinigungswasser. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, ich bin jetzt nicht begeistert von dem Adventskalender, aber ich bin jetzt auch nicht maßlos enttäuscht, muss ich gestehen. Also, dass die Produkte sich wiederholen, das wissen wir bei Sephora doch, glaube ich, mittlerweile, ne? Das ist irgendwie gefühlt in diesen günstigen Adventskalendern, von denen jedes Mal das gleiche Mal, der gleiche Inhalt, nur nochmal für 5 Euro teurer als letztes Jahr. Es wird mich aber nicht davon abhalten, ihn trotzdem jedes Mal aufs Neue zu kaufen. Läuft bei mir. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!